Und jetzt live aus Berlin, das ZDF Morgenmagazin. Heute im Studio Dunja Hayali und Mitri Sirin. Schönen guten Morgen von uns beiden. Es ist kurz vor acht und wir nehmen Sie direkt mit in unseren Themenüberblick. Fehlende Hilfen, die Wirtschaft befürchtet eine Corona-Pleitewelle. Geldanlage, Tipps für Aktieneinsteiger. Und die Handball-WM, Bundestrainer Gislason zieht Bilanz. Das deutsche Team ist ja rausgeflogen. Unsere Gäste heute Morgen waren und sind. Ein Blick auf unsere Tafel. Um kurz nach sieben haben wir mit Thomas Mertens gesprochen. Sprechen wir mit Karl Lauterbach von der SPD und Marco Buschmann von der FDP. Das wird ein spannendes Streitgespräch, weil man fragt sich ja auch, wenn man als Letzter dran ist in der Impfgruppe, kann man ja nichts dafür, dass man nicht geimpft ist. Vielleicht hilft dann der Test. Zum Beispiel ein Argument. Eins der Argumente. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Guten Morgen, Carsten Pacholek. Guten Morgen. Guten Morgen, Dunja und Mitri. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In mehreren niederländischen Städten sind Proteste gegen verschärfte Corona-Maßnahmen eskaliert. Um 8.30 Uhr melden wir uns mit den nächsten Nachrichten und damit zu den Wetteraussichten und Benjamin Stöve. Donnerwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von bet1.de. Vielen Dank, Carsten, und guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum MoMA-Wetter. Der Satellitenfilm fasst uns die vergangenen 24 Stunden zusammen. Und wir sehen die Tiefdruckgebiete munter kreisen. Soweit zum MoMA-Wetter für den Moment. Kommen Sie mit diesen Aussichten jetzt gut in den Montag und die neue Woche. Donnerwetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von bet1.de. Und damit noch mal einen schönen guten Morgen von uns beiden um kurz nach acht. Und wenn wir auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen schauen, dann sieht man, dass die Maßnahmen jetzt endlich dann doch wirken. Ja, und für viele Betriebe. Jetzt aber. Für viele Betriebe ist es eine mittlere Katastrophe. Jahre hat sie gedauert, die Renovierung. Jetzt ist die traditionsreiche Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin fertig. Guten Morgen. Einen versöhnlichen WM-Abschluss. Darum geht es heute für Deutschlands Handballer bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Und damit einen schönen guten Morgen, Anna Sauerbrei. Sie ist Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiterin Meinung beim Tagesspiegel. Durch Corona und wegen ausgefallener Urlaube oder weniger Restaurantbesuchen haben viele in Deutschland auf einmal Geld übrig. Eine wahnsinnig tolle Musikerin wird 40. Ja, nee, man weiß gar nicht, wie man Alicia Keys umschreiben soll. Und rate, was mein Lieblingslied ist. This girl is on fire. Nein. Keine Ahnung. Hat was mit New York zu tun. Aber das ist von Jay-Z, wo sie mit... Naja, komm, jetzt sei doch nicht so. Da Empire singt sie State halt mit, of... hat sie geklaut. Ah ja. Jedenfalls, wir gratulieren Alicia Keys zum 40. Aber andere Themen gibt es auch noch in der Szene. Bitteschön. Ja, ich gestehe, die neuen Trends des Fashion-Frühlings kann ich kaum erwarten. Sich selbst zu lieben und Spaß zu haben, ist schließlich auch sehr wichtig. Guten Morgen. Ja, wann ist es soweit? Wann bekommen wir alle endlich unser normales Leben zurück? Offensichtlich kann das nur gehen, wenn die Bevölkerung umfassend geimpft ist. Die Debatte. Und diese Debatte wollen wir dennoch führen mit Karl Lauterbach von der SPD und Marco Buschmann von der FDP. Ihnen beiden einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die Frage ist, soll es für Geimpfte wieder mehr Freiheiten geben? Darüber wird gestritten. Für unsere MoMA-Nahaufnahme hat Stefanie Persch mit obdachlosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesprochen. Ein offenes Ohr haben, Vertrauen gewinnen.
Wir machen weiter mit einem Thema, von dem ich absolut keine Ahnung habe. Vorsichtig. Das noch als Schlusssatz zum Thema Aktien. Dann bedanken wir uns, dass Sie uns heute zugeschaut haben. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die Woche mit uns beiden. Dann sehen wir uns morgen hier wieder ab 5.30 Uhr. Erst Miriam und dann wir beiden. Was machst du denn heute noch? So, und joggen. Auch von mir joggen, einen schönen joggen, Montag. Mache ich auch. Bis morgen, 5.30 Uhr. Tschüss.